Ja, jetzt sind wir wirklich ganz kurz vor der portugiesischen Grenze in Fisterra und hier sind auch jede Menge Pilger unterwegs wieder. Und wir haben hier einen wunderschönen Stellplatz. Ne? Klein, idyllisch, wir stehen jetzt zu dritt, direkt an den Klippen. Ja, guten Morgen zusammen. Gestern sind wir ja über die portugiesische Grenze gefahren und dann sind wir gestern Abend noch auf dem Campingplatz angekommen in Covas. Und hier bin ich jetzt auch eine Nacht geblieben, aber ich fahre jetzt weiter und zwar fahre ich Richtung Peneda Gerês. Ich möchte gerne in den Nationalpark. Allerdings muss ich auch sagen, das Wetter ist sowas von grottenschlecht. Also es hat hier diese Nacht geregnet und auch gestern schon den ganzen Tag. Aber den Nationalpark möchte ich mir auf jeden Fall anschauen, auch im Regen, das ist mir egal. Und dann fahre ich aber weiter Richtung Süden, denn ab Lissabon soll das Wetter dann doch deutlich besser werden. Aber vorher gibt es halt auch noch ein paar Stellen, die ich mir gerne ansehen würde. Seltsam, auf einmal steht hier ein Pferd so ganz allein auf dem Wohnmobilstellplatz. Jetzt bin ich in Soário. Was hier so bedrohlich aussieht, sind alte Kornspeicher, die aber heute nicht mehr genutzt werden. Aber man findet sie fast an jedem Haus. Also hier im Dorf gibt es sehr viele davon. Thank you.
das mystische Portugal, an Schönheit kaum noch zu überbieten. Ich habe mich entschieden, noch eine Nacht länger in Soario zu bleiben, um morgen noch das Dorf zu erkunden. Genauso wie mich Spanien schon fasziniert hat, fasziniert mich jetzt auch dieses mystische Portugal. Immer wieder muss ich innehalten, mich irgendwo hinsetzen und ich muss mir bewusst werden, was ich hier eigentlich noch erleben darf. Ja, und damit beende ich auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die üblichen Dinge spare ich mir jetzt einfach mal. Also, ich hoffe dann auch bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Hotti.